Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. Ja, heute haben wir ein Geburtstagskind, das wir wieder gratulieren müssen. Wir werden mal gucken und heute vielleicht noch mal angeln gehen. Guten Morgen. Moin, moin. So, wir haben wieder Marmelade oder Gelee, ist es hier ja. Das ist schön. Wir haben noch zwei von den Äpfeln. Wir machen mal wieder schwuppdiwupp, dass das hier funktioniert. So, einmal und zweimal. Na, du da? So, ansonsten keine Post. Wir gucken. Guten Morgen. Und einmal hier. Guten Morgen. Na, ihr da? Alles gut bei euch? So, komm, lass mich mal durch. Hier. Guten Morgen. Alle fit. Alle gut, ja. So, komm dann einmal rein da. Eier und zack. Ach so, wir brauchen gerade noch, ja, hier, ne? So, quak, quak. So, wer bist du? Du bleibst bei uns und du hier auch. Ich meinte dich hier. Sie werden wir noch verkaufen. So, komm, dann Sebastian. Der wohnt bei der Robin. Also ist ja der Sohn, glaube ich, ne? Von Robin. Müssten wir eigentlich finden. Die hier nehmen wir aber mit. Prähistorisches Werkzeug haben wir schon, können wir verkaufen. Wetter ist mega schön. Also, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen angeln gehen. Wir gucken mal, dass wir hier Sebastian finden. Die hier nehmen wir mit. Zack. Die nehmen wir auch mit. So, jetzt hoffen wir mal, toi toi toi, dass er da ist. Es ist verschlossen ab 9 Uhr. Ach komm. Es ist gerade kurz vor 9. Ja, wir gucken noch einmal hier. Komm, die nehmen wir noch mit. Zack. Dann ist es 9 Uhr. So, komm. Dann, ich hoffe, dass er jetzt da ist und dass wir hier schnell gratulieren können. Also, brauchst du etwas? Ja, ich brauche auch etwas, aber wir gucken mal. Da ist die kurze. Er ist hier unten, glaube ich, ne? Ach, der liegt noch im Bett. Du bist nicht gut genug mit Sebastian befreundet. Ich will ihn ja auch. Er liegt hier. Hallo. Ja, komm, den finden wir vielleicht später noch. Ja. Komm, dann, wir gehen angeln heute. Gehen jetzt angeln. So, er steht da. So, komm, schwupp dich. Ach, der Bürgermeister. Wir haben immer noch nicht die Shorts, ne? Mann. So, komm aber ab an den Strand. Uhrzeit passt, also strengen wir uns jetzt mal an. Komm mit. Die sind so schön, diese Muscheln finde ich so schön. Nehmen wir mit. Hier gucken wir nachher.
Und versuchen jetzt erstmal hier unser Glück. 11.20 Uhr, also bis 3 Uhr oder so können wir angeln. Ich glaube, danach haben wir dann sowieso wieder keine Chance. Ja, toll. Das wäre ja mal was, ne? Das wird kein Kugelfisch sein, genau. So. Naja, also das sieht nicht gut aus. Na komm, streng dich an. Nee. Der ist zu langsam. Ach komm, lassen uns wenigstens mal sehen oder die Möglichkeit, es zu versuchen. 13.20 Uhr, optimale Zeit. Also komm, bitte. So, komm. Ach komm, hier ist ja heute gar nichts los. Obwohl, einer wird ja reichen. Oder nee, ich glaube, wir brauchen zwei. Ne? Einmal für den Forscher und einmal fürs mysteriöse Gebäude auch noch. Ne? Also zwei Kugelfische, bitte. Die Bestellung ist aufgegeben. 14.20 Uhr. Wenn jetzt nicht, dann klappt es heute wieder nicht. Mann. Nee, das ist Thunfisch. Ja. Letztes Mal. Na, da haben wir noch eine Kiste. Ach, noch eine Geode, das ist ja super. Dann können wir die auch noch mit aufbrechen lassen. Hervorragend. So, letzter Versuch. Dann hören wir auf. Dann gehen wir, vielleicht können wir die Geoden sogar noch aufbrechen lassen. Das wäre ja auch nicht schlecht. So. Ne. Das ist er auch nicht. Ein Hering. Ja, was nehmen wir dafür raus? Hier, die Muschel. Okay. So, dann einmal. Ach, jetzt können wir die hier nicht mitnehmen, ne? Ja, leider, leider. Aber können wir morgen dann machen oder so. Die Dinger können wir jetzt dann sehr wahrscheinlich auch nicht mitnehmen, weil voll, ne? Ach so, jetzt ist es sehr wahrscheinlich schon wieder zu spät für den Schmied, ne? Na komm, dann gehen wir erstmal nach Hause. Machen wir morgen.
Ist ja auch kein Problem. Können wir morgen machen. Wir gucken noch mal hier auf das schwarze Brett auch. Aushilfe, damit die Kunst des Angels nicht in Vergessenheit gerät. Ich zahle 200 Gold an jeden Angler, der Hecht mal zwei fängt. Viel Glück, Willi, den haben wir. Das werden wir machen, weil Hecht haben wir nämlich schon. Können wir den da abgeben? Ist ja kein Problem. So. Dann gucken wir gleich mal. Wie viel Zeit haben wir denn dafür? Fischen. 2 Tage. Du kannst den Fisch behalten. So, müssen wir den jetzt nochmal angeln oder können wir den nehmen, den wir haben? Fragezeichen. Gucken wir mal. Wir haben nämlich Hering und Sardine, Rotbarbe und Thunfisch. Und wir haben doch irgendwo Hecht. Schwarzbarsch, Kaulbarsch. Oder haben wir den jetzt? Haben wir Hecht jetzt nicht mehr hier? Hering. Ah, wir haben Hecht, haben wir verkauft, ne? Ja gut. Dann müssen wir nochmal angeln gehen. Dann nützt nichts, Taschen leeren ein bisschen und nochmal angeln. Das ist natürlich nicht so clever jetzt. Egal. Komm, wir nehmen das hier raus. Zack, das verkaufen wir. Ja, Hecht. So. Aber das sollten wir hier auch noch verkaufen. Dann nehmen wir. Machen wir Lachsbeere. Hecht. Dann müssen wir noch mal gucken. 17:50 Uhr. Ja, ob wir den heute noch schaffen, das ist gute Frage, ne? Könnte knapp werden. Kriegen wir, glaube ich, hier irgendwo an dem Fluss. Wir hatten Hecht schon gefangen, aber wir haben den verkauft. Ah. Wir angeln hier. So. Ich meine, hier kriegen wir Hecht. Und wenn wir Glück haben, dann treffen wir den Sebastian nochmal. Und wenn nicht, dann haben wir halt Pech. Es könnte sogar schon Hecht sein. So viel wie der zappelt. Der ist ja ein bisschen zappelig. Tigerforelle. Ich glaube, die brauchen wir noch für das Museum, ne? Oh. Da haben wir aber wieder was ganz Schnelles gehabt. Keine Ahnung, was das war. So, bitte zweimal Hecht noch. Na komm. Oh. Das könnte. Guck mal, eine Eule, Fledermaus oder irgendwas. Na, was ist das denn? Wow. Bitte, bitte, bitte. Boah. Ja. Was ist das denn für ein Fisch? Ich würde so gerne mal wissen, was das dann ist.
Aber dazu müssen wir dann halt mal fangen, ne? Hm, 19:50 Uhr, ja. Wird knapp. Und den Sebastian haben wir nicht gefunden mehr, aber naja, gut, komm. Wenn der dann noch im Bett liegt. Wieder so ein Zappelfisch. Aber vielleicht nicht ganz so schlimm. Einmal Hecht. Jetzt noch einmal bitte. Dann haben wir die Aufgabe. Das wäre ganz schön. Ja, das könnte noch einer sein. Oder was auch immer. Auf jeden Fall schon ein bisschen nervöser, ne? Der Gute. Komm, bitte, bitte, bitte. Ja, wir haben sie. Immerhin. Das ist schon mal schön. So, komm. Na, noch mal eine Alge. So, jetzt müssen wir gleich aufhören. Aber wir haben den Hecht. Das ist ja schon mal was. So, jetzt bitte noch mal irgendwas und ich würde das so, so gerne mal fangen. Gleich müssen wir nach Hause. Also das ist auf jeden Fall kein schwieriger Fisch. Werden wir schon haben, ja. Letzter Versuch. Na. Ja, komm, einmal noch. Jetzt sind wir fast auf der anderen Seite. Ah, so, komm, jetzt bitte. Jetzt bin ich aber gespannt, was das ist hier. Könnte aber auch noch Hecht oder so sein, ne? Ist er auch. Ja, und da haben wir jetzt noch mal einen nicht so einen wackeligen. Komm, geh mal ein bisschen höher. Kriegen wir vielleicht noch die Kiste. So. Barsch. Hatten wir noch nicht. Ah, noch ein paar Köder. Gut, Barsch müssen wir behalten auf jeden Fall. Und dieses hier auch. Tigerforelle. Weil ich glaube, die brauchen wir auf jeden Fall noch fürs Museum, ja, fürs mysteriöse Gebäude. Da haben wir auf jeden Fall mal noch was gefangen, was wir noch nie hatten. Das ist gut. So, und jetzt müssen wir gleich wirklich ab ins Bett. Es wird spät. So, Schluss. Nochmal. Sehr schön, aber jetzt reicht's. Es wird spät, genau. Wir müssen ab ins Bett. Ja, und den guten Sebastian haben wir nicht gefunden. Wenn der da im Bett noch liegt, dann ist das halt so, ne? Können wir nicht ändern. So.
Dann gucken wir mal. Können wir hier noch was reinlegen? Nein. Ja, wir sollten die Dinger jetzt wirklich aufbrechen hier, ne? Aber den Hecht, da werden wir dann morgen erstmal mit los. So, komm, einmal. Und wir müssen aufpassen, dass wir die dann jetzt erstmal hier. Tigerforelle, Barsch, den Hecht behalten wir dann noch. Das haben wir sowieso schon. Den machen wir mal so, damit wir nicht vergessen. So weit, so gut. Ja, und den Rest bringen wir ins Museum. Hier die Dinger. So, komm, wir haben hier noch Wein. Einmal Saft, Radieschensaft. Cool. So, einmal das bitte. Zeig mal. So, Kristallfrucht. Geht das da rein? Ach so, so auf jeden Fall nicht. Machen wir so und so und so und so. Dann geht das. Wir versuchen mal, ob das da reingeht. Ja, geht. So, und jetzt aber ab ins Bett. Ja, leider, leider, aber nun gut. Na, immerhin haben wir mal wieder ein bisschen mehr verdient. Das ist gut. Sehr, sehr schön. Ja, und das war er, der 10. Tag im Winter. Guten Morgen, na du. So, den Fisch werden wir wegbringen gleich. Werden dann wirklich mal die Geoden, glaube ich, aufbrechen lassen. Vielleicht danach noch ein bisschen Platz bei uns mal schaffen und. Aber das Ganze natürlich nach einer kurzen Pause. Wir müssen die Taschen noch ein bisschen leer machen. Können dann auch mal gucken, hier Nautilusmuschel und sowas, dass wir es vielleicht ins mysteriöse Gebäude schon mal bringen. Aber nach einer kurzen Pause. Und der süße Nacho, er ist bestimmt schon wieder draußen. Wir gleich auch. Und bis dahin, Leute, wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut, bis dann. Tschüss.